Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 12. bis 18. November 2018 am Montag. Bringt ein Atlantiktief uns bei 10 bis 13 Grad im Norddeutschland sehr viel Regen. Das Regenband zieht sich so von Nordrhein-Westfalen bis Mecklenburg-Vorpommern. Im Rest des Landes bleibt es bei 14 bis 16 Grad recht trocken. Im Süden der Donau ist es am längsten sonnig. Dabei werden am Oberrhein und in Mitteldeutschland nochmals über 20 Grad erreicht, am Oberrhein bis 22 Grad und in Mitteldeutschland bis 21 Grad. Bis Dienstagabend ist das Regen- und Schauerband der Kaltfront durchgezogen. Hinter dieser Front werden in Westdeutschland, besonders von der Pfalz bis ins Emsland, nur noch 7 bis 11 Grad erreicht. Im Osten können es noch mal 19 Grad werden. Hinter der Kaltfront zieht dann auch die Wolkendecke auf. Im Südwesten bis Norden werden Tiefstwerte um 5 Grad erreicht, im Süden und in der Mitte von der Pfalz bis zur Lausitz 3 bis minus 1 Grad. Besonders in den Morgenstunden ist dann auf dichter Nebel dann zu achten. Kann es auch ein bisschen rutschig werden. Überfrierende Nässe ist auch möglich. Am Morgen des Mittwochs und in der Nacht sind dann diese Nebelfelder auch aktiv. Diese ziehen sich dann in den kommenden Tagen immer wieder durchs Land. Sonst bleibt der Mittwoch aber recht trocken. Dichtere Wolken gibt es nur im Nordosten, sonst ist es recht wolkig bis sonnig. Die Werte liegen aber nur noch bei 9 Grad im Thüringer Wald maximal oder bis 16 Grad am Oberrhein. Sonst bleibt es von 11 bis 13 Grad landesweit ziemlich mild. Der Trend für die zweite Wochenhälfte und das Wochenende zeigt sich wieder durch Hochdruckwetter. Es bleibt überwiegend sonnig bis wolkig bei 10 bis 18 Grad am Donnerstag, 9 bis 17 am Freitag und 7 bis 15 am Samstag. Der Sonntag wird wieder ein Tick kälter, nur noch 6 bis 12 Grad. Ein kleiner Tick in die nächste Woche geschaut. Am Montag werden Höchstwerte nur noch in Deutschland erreicht von 2 bis 10 Grad und am Dienstag 2 bis 8 Grad. Also es wird stets frischer, auch die Nächte werden kälter. Am Sonntag sind sogar in der Nacht zum Montag bis zu minus 5 Grad drin. In der Nacht zum Freitag sind es auch schon minus 3 Grad. Diese werden aber größtenteils nur in Süddeutschland erreicht, beziehungsweise auch in der Region von Pfalz bis Lausitz. In Norddeutschland und Westdeutschland liegen die Nachtwerte zwischen 2 und 5 Grad. Das war's mit dem Wetterupdate. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche und verabschiede mich. Bis bald. Ciao, ciao.